Hallöchen, ihr Lieben. Ich werde heute mit euch zusammen meine neue Tagescreme anmischen. Ich hatte euch ja in einem vorangegangenen Video schon gezeigt, dass ich mir die immer selbst zusammenmische in so einem Döschen. Jetzt ist es wieder an der Zeit und jetzt machen wir das einfach mal zusammen. Ich wollte euch das mal zeigen, weil ich habe das Problem, dass ich rein theoretisch mehrere Produkte benutzen würde oder eigentlich möchte. Zum einen habe ich da einen Anti-Spot Moisturizer von Essence ist der, weil ich manchmal zu kleinen Pickelchen neige, möchte ich den eigentlich gerne benutzen. So, das wäre meine erste Schicht quasi. Ihr sollt doch da bleiben. Dann benutze ich auch gerne einen Porenverfeinerer, der ist jetzt von Agnes B. aus dem Internetshop. Wie heißt der nochmal? Le Club de Beauté, ach wie auch immer. Aber ich glaube, ihr kennt die Firma von Cosmens, ist das jetzt ein Porenverfeinerer. Das wäre dann die Nummer 2. Was ich auch gerne benutze, ist eine Anti-Rötungsgrundierung. Die ist so ein bisschen grünlich. Die kennt ihr ja alle, diese Anti-Rötungsprodukte, die sind ja bekannt, weil ich habe teilweise an manchen Stellen einfach rote Äderchen rausstehen, die möchte ich, beziehungsweise durchblitzen sieht man die und die möchte ich ein bisschen abdecken. Ja, dann, weil ich auch sehr schnell zu fettiger Haut neige, benutze ich auch ganz gerne das Anti-Glanz-Grundierungsgel, ist es auch. Von Alverde in dem Fall. Dann kommt noch eine Make-up-Base dazu, die ganz viele Schimmerpartikel drin hat, die die Haut ganz schön ebenmäßig und frisch und wach aussehen lässt. Die ist auch super. Und natürlich zu guter Letzt mein Make-up. Je nach Jahreszeit und je nach Hautzustand ist es mal mehr, mal weniger. Und ja, ihr seht also, das ist eine ganz schöne Palette, die da zusammenkommt. Und wenn ich mir das Schicht für Schicht ins Gesicht auftragen würde, dann hätte ich wahrscheinlich am Ende noch, wäre mein Gesicht so viel dicker. Und das würde ziemlich doof aussehen, beziehungsweise dauert das ja auch immer, bis man muss das ja einziehen lassen und so weiter und so fort. Und das war mir irgendwann einfach zu doof, beziehungsweise ich musste mich dann zwischen den Produkten entscheiden, weil ich meiner Haut nicht so viel auf einmal antun wollte. Und man kriegt es ja nie. Also man muss ja immer eine gewisse Menge einfach nehmen und die im Gesicht verteilen, damit man die komplette alle Gesichtsstellen erreicht. Also man kriegt es gar nicht hin, da so einen hauchdünnen Film aufzutragen, dass man wirklich alle Produkte benutzen könnte. So. Und da bin ich einfach hingegangen und habe mir es gibt von DM, gibt es aber auch im Müller und in anderen Drogerien, gibt es solche Reisesets, wo diese Abfülldöschen mit dabei sind. Das habe ich mir genommen und außerdem noch einen Spatel nennt man das eigentlich, der ist da auch mit dabei gewesen. Das nehme ich mir immer zur Hilfe und dann fange ich an, meine ganzen Produkte so zu mischen, wie ich sie momentan brauche. Das Gute daran ist oder der Vorteil, dass hier nicht wirklich viel reinpasst. Manche würden jetzt sagen, boah, wie doof, da muss ich ja ständig neu mischen. Aber das hat auch einfach den Vorteil, also bei mir ist es zumindest so, dass meine Haut sich. Ja, wie gesagt, je nach Jahreszeit, je nach Wetter, braucht die mal mehr Feuchtigkeit, mal mehr Make-up einfach, mehr Deckkraft. Und da kann ich wirklich, alle paar Wochen kann ich das dann individuell anpassen und mir überlegen, was brauche ich jetzt? Brauche ich mehr Feuchtigkeit, mehr Anti-Rötung oder mehr Porenverfeinerer? Das kann ich ja dann immer wieder individuell zusammenmischen und ich persönlich finde das schon sehr praktisch. Der Vorgang an sich ist eigentlich kein großer Zauber. Ich mache es jetzt trotzdem mal mit euch, damit ihr das mal gesehen habt. Und ja, dann fangen wir auch direkt mal an. Wie gesagt, ich werde mir das jetzt komplett neu zusammenmischen und auch meinen momentanen Ansprüchen und Bedürfnissen werde ich versuchen, das jetzt anzupassen. So. Wir fangen einfach an, indem wir das natürlich öffnen. Haha. So, und ich fange mal mit meiner Feuchtigkeitscreme an, die auch gegen Pickel gedacht ist. Und mache mir davon einfach schon mal eine gewisse Menge. Also das ist eigentlich so der Grundbestandteil, sage ich mal. Davon nehme ich eigentlich immer am meisten. So viel ist da jetzt drin. So, dann kommt der Porenverfeinerer dazu. Das reicht auch schon. Habe ich jetzt noch so ein kleines Würstchen oben drauf gesetzt. So. Oh, hoffentlich geht mir die Kamera jetzt nicht gleich aus. Dann kommt mein Anti-Red Base, das ist von P2. Das ist auch so ein Pumper.
Und ihr seht jetzt gleich, das ist richtig grün. Da kommen mal drei Pumpstöße diesmal mit da rein. So sieht das aus. So. Außerdem die Perfect Face Make-up Base von P2. Und die finde ich total super. Also ich hatte das Problem, wenn ich mir die auf die Hand gemacht habe und dann im Gesicht verteilt habe, dann war das einfach danach so eine... Also das war dann einfach zu viel auf dem Gesicht. Da hatte ich dann das Gefühl, dass meine Haut noch schneller fettig wird und glänzt. Und das fand ich einfach... Also das war einfach eine zu dicke Schicht. Ich habe mich damit nicht mehr wohl gefühlt. Und jetzt, wo ich die hier mit reinmische, ist das perfekt, weil ich habe diese schönen, feinen Glitzerpartikel und Schimmerpartikel im Gesicht, ohne dass es zu schwer ist und zu viel belastet einfach. So. So viel habe ich da jetzt noch mit reingemacht. So. Dann noch etwas von dem Antiglanz, von der Antiglanz-Grundierung. Die ist so leicht rosa farben. Sieht im Moment ziemlich eklig aus. Ist es aber nicht. So, und dann kommt von meinem Make-up noch ein bisschen was drauf. Das ist eine 6-in-1. Es ist eigentlich, ja, wie soll man das sagen? Das ist kein richtiges Make-up, sondern das ist eigentlich eine getönte Feuchtigkeitscreme, aber trotzdem mit einer ziemlich hohen Deckkraft. Die hat auch Lichtschutzfaktor, das finde ich auch sehr wichtig und auch sehr gut. Und das Tolle an der hier ist, dass man, weil ich habe das übers Internet bestellt, dass man da nicht groß überlegen muss, welcher der vorgegebenen oder verfügbaren Farbtönen könnte jetzt in mein Gesicht passen, sondern das ist eine, die sich angeblich an alle Hauttypen anpasst. Also ich habe es jetzt nur an mir ausprobiert bisher, aber ich muss sagen, es funktioniert. Also ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass das nicht der richtige Farbton ist. So, davon kommt jetzt auch noch mal ein bisschen was dazu. So. Und ich würde, wenn ihr anfangt zu mischen, an eurer Stelle nicht direkt so viel reinmachen, dass es danach komplett voll ist, sondern ich würde erstmal nach und nach mich vorantasten, weil wenn ihr jetzt anfangt, das zu vermischen, und ich probiere das dann immer zwischendurch auf meinem Handrücken aus, und wenn ich dann merke, es könnte noch etwas mehr Deckkraft sein oder etwas mehr Schimmer oder wie auch immer, dann hat man immer noch Platz, das eben noch mit dazu zu geben. So, und ich rühre das jetzt einfach mit diesem Spatel, rühre ich das Ganze um. Und während dem Umrühren sieht man schon, wie sich das zwar verteilt, aber man sieht jetzt zum Beispiel hier unten in der Ecke, hängt noch ziemlich viel von dem Grün. Oder hier oben ist noch ziemlich viel Rosa. Was zum Glück haben die alle unterschiedliche Farben, weil dadurch kann man nämlich super sehen, wo man das noch nicht richtig vermischt hat. So. Und immer auch mal wieder von unten gucken. Da seht ihr nämlich auch, dass da jetzt noch ziemlich viel Grün hängt. Und dann, der Spatel hat ja zum Glück so eine gerade Kante. Und damit kann man dann immer so schön über den Boden kratzen. Und da unten einfach die noch nicht vermischten Reste wegnehmen. So. Also ich würde wirklich lieber eine Minute zu lange rühren und ihr denkt, boah, wie lange denn noch? Damit sich auch wirklich alles schön verteilt hat. Weil ihr wollt ja dann auch, wenn ihr euch das ins Gesicht auftragt, wollt ihr ja ein gleichmäßiges Ergebnis haben und nicht an der einen Stelle mehr von dem einen Produkt und dann an der nächsten dann das andere. So. Den Spatel dann schön am Rand abstreichen, dass man auch nichts verschwendet. So, und jetzt gucke ich dann immer noch mal unten. Jetzt seht ihr, dass das eine gleichmäßige Farbe ergeben hat und keine einzelnen Produktbereiche mehr vorhanden sind. Doch, hier unten ist noch ein bisschen grün. Ihr könnt natürlich... Also orientiert euch jetzt bitte nicht an den Produkten, die ich hier verwende, weil das sind wirklich Sachen, die ich über Jahre hinweg ausprobiert und getestet habe und gemerkt habe, dass die für mich funktionieren. Ihr
sollt dann natürlich schon eure eigenen nehmen. So. Also ich bin jetzt eigentlich schon mit dem ersten Schritt fertig. Ich nehme mir jetzt ein kleines bisschen daraus und teste das, wie gesagt, auf dem Handrücken, um einfach mal so die Deckkraft zu testen. Die ist jetzt schon sehr gut. Genauso wollte ich es eigentlich auch haben. Und von dem Schimmer seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht viel. Oder vielleicht doch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon direkt zufrieden. Also das war jetzt ein Glücksgriff quasi. Ansonsten hätte ich jetzt noch ein bisschen weiter gemischt. Ich finde, das sieht schon genau richtig so. Mittlere Deckkraft, schöner Schimmer drin, Feuchtigkeit spendend und eben alles, was ich so gerne hätte für meine Haut. Ja, das war es dann auch schon mit dem Anmischen. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder einen Kommentar in die Box unten drunter. Und, beziehungsweise nicht in die Box, da schreibe ich ja Sachen rein, in die Kommentar, ja, in das Kommentarfeld. Schreibt mir bitte in das Kommentarfeld, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt. Und ja, dann, falls ich noch was vergessen haben sollte, schreibe ich das in die Infobox unten drunter. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss! Natürlich noch zwei Sachen eingefallen, die ich nicht erwähnt habe, die euch aber bestimmt schon selbst aufgefallen sind. Aber für den Fall, dass es nicht so sein sollte, sage ich es jetzt einfach nochmal. Und zwar ist es natürlich erstens mal noch zeitsparend, morgens im Bad. Die Produkte könnt ihr alle in einem Auftrag ins Gesicht bringen und müsst nicht immer warten, bis ihr die nächste Schicht auftragen könnt. Und zum anderen natürlich, und das finde ich persönlich auch immer wichtig, ist, dass ihr nicht diesen ganzen Kram mit euch mitschleppen müsst, wenn ihr mal wohin fahrt. Sei es nur für eine Nacht, zur Freundin, zum Freund oder für mehrere Tage. Also ihr spart auch einfach Platz in eurer Tasche. Ja, das war's noch von mir und wir sehen uns bis dann bald. Tschüssi!